Deutschland ist Reiseziel Nummer eins. Wir haben letztes Jahr eben 477 Millionen Reisen übernachten in Deutschland, insbesondere auch aus dem Ausland. Der Großteil wird eben in Deutschland eben schon hier verreisen, die natürlich im Lande bleiben. Aber es ist, glaube ich, in Deutschland die Kombination aus Kultur, aus Naturerleben, aus sportlichem Erleben, aber auch aus Genießen. Die kostbarste Zeit des Jahres ist mir auch etwas wert. Und ich glaube, da ist natürlich Deutschland mit dem vielfältigen Angebot von den Alpen, von den Bergen bis runter zur Küste natürlich eine Premium-Destination, die natürlich eben schon hier von vielen Menschen aus der Welt auch gern besichtigt wird. Wir haben etwa 50% Städtetourismus, ja, dass man natürlich die Sehenswürdigkeiten in den Städten, in Berlin, in München, in Frankfurt eben etc., Hamburg, aber auch sehr viel Naturtourismus, auch ökologischer Tourismus. Und der durchschnittliche Tourist aus Europa kommt, bleibt 5 bis 6 Tage, aus Übersee 7 bis 8 Tage eben da. Und natürlich eben schon hier pro Tag 470, 500 Euro, die quasi pro Tag ausgegeben werden. Die Menschen, die zu uns kommen, die wollen unsere Lebensart, die wollen wissen, wie leben die Deutschen, was machen die Deutschen, was zeichnet Deutschland aus. Neben den großen Regionen, neben den Städtereisen in Deutschland gibt es auch natürlich die Regionalreisen, insbesondere natürlich in ländlich geprägte Gebiete, wo man auch eine gewisse Entzerrung des Tourismus hinbekommen kann, wo natürlich auch der Charme, der Reiz der heimatlichen Region den Touristen, die sehr großen Wert auf dieses Kennenlernen legen, auch gezeigt werden kann. Gerade Digitalisierung bietet da enorme Chancen, gerade für Regionen, die nicht unbedingt in Hamburg oder in Berlin liegen. Wenn ich einen virtuellen Rundflug quasi über die Weinbeiche gemacht habe, ein virtuelles Weinfest besucht habe, über die Residenz in Würzburg geflogen bin, dann weiß ich, es gibt auch außerhalb von Rotenburg, es gibt auch außerhalb von Neuschwanstein, es gibt auch außerhalb von München oder Berlin wunderschöne Ecken. Und dann ist die Frage, wie schaffen wir es, das zu verteilen, dass die Wertschöpfung über den Tourismus auch in den ländlichen Regionen ankommt.